Also, wir sind auch Richtung Autobahn runterwärts gefahren und plötzlich ging Warnblink an und mein Bruders Freundin hat dann plötzlich gebremst. Und dann war überall hier Warnblink und als ich das gesehen habe, habe ich vermutet, dass es eine Polizeikontrolle oder so ist. Und dann ging es 3, 4 Minuten länger und dann bin ich ausgestiegen, vorgelaufen und dann sah ich das blaue BMW und den Jungen und sofort bin ich dann zu dem Jungen hingelaufen, wollte ihm erste Hilfe leisten. Da ging aber nichts mehr und habe dann sofort Notarzt angerufen, versucht. Und plötzlich waren Polizeiauto da und Feuerwehrautos da, der Notarzt da und ja. Danach habe ich erste Hilfe geleistet. Da war noch ein Verletzter da, ein Junge, wo wie gesagt, Platzwunde gehabt hat im Ohrhinterbereich. Und ja, und meine Freunde, die haben auch den Unfall hier gehabt. Da bin ich vorgelaufen, habe gefragt, wie es denen geht, ob die noch leben, ob die noch im Leben sind. Als ich vorgelaufen bin, habe ich die dann lebendig gesehen und da war ich auch noch ein Stück erleichtert. Wir befinden uns auf der Bundesstraße B27 im Bereich Eichtal. Die Feuerwehr Filderstadt ist Neujahrsmorgen gegen 1:10 Uhr alarmiert worden zu einem Verkehrsunfall 2. Das heißt einem unklaren Verkehrsunfall. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren keine Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt. Es waren insgesamt 8 Fahrzeuge am Unfall beteiligt. Allerdings gab es eine Vielzahl von Verletzten, auch einige schwer, sodass wir als Feuerwehr sofort den Rettungsdienst in der professionellen medizinischen Erstversorgung unterstützt haben. Die Schwierigkeit war darin, dass einfach eine große Anzahl von 21 Verletzten letztendlich zu verzeichnen waren. Auch 7 Schwerverletzte der höchsten Kategorie. Das heißt, da muss man natürlich massiv dann tätig werden und auch in der Reanimation unterstützen. Die Feuerwehr Filderstadt war mit einem erweiterten Rüstzug vor Ort. Zusätzlich die Feuerwehr Stuttgart mit einem Großraumrettungswagen und einem Löschfahrzeug. Das heißt, 12 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr mit 48 Einsatzkräften waren vor Ort. Gut, das muss man professionell sehen, sage ich jetzt mal so. Sowas ist natürlich immer sehr unschön. Und das möchte man auch nicht nur am Neujahr nicht haben, sondern an keinem Tag. Andererseits muss man eine professionelle Distanz auch wahren, um dann auch professionell arbeiten zu können. Ich glaube, das ist das Wichtige bei allen Einsatzkräften. Ja, wie gesagt, man geht da professionell ran. Das ist auch Aufgabe von Feuerwehr, Rettungsdienst, aber auch der Polizei. Und da kommen Gefühle erstmal gar nicht vor. Da wird gearbeitet zum Wohle der Patienten. Dafür sind wir ausgebildet, dafür sind wir ausgerüstet. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes war die Lage sehr unübersichtlich. Erschwert durch dichten Nebel auf der Anfahrt haben wir dann die Unfallstelle gesichtet. Es waren mehrere hundert Meter, wo die Fahrzeuge hier verteilt waren. Wir haben dann mit der Erstversorgung begonnen und die Patienten dann auf die nachfolgenden Rettungsmittel verteilt. Es sind 21 Patienten teilweise schwer verletzt worden. 2 Patienten sind ihren Verletzungen an der Unfallstelle erlegen, besonders tragisch, darunter ein 10-jähriges Kind. Ja, die Schwierigkeiten ist, dass man bei 21 Patienten immer am Anfang eine gewisse Mangelversorgung hat, bis die weiteren Rettungskräfte eintreffen. Und da muss man halt relativ schnell entscheiden, welche Patienten werden zuerst versorgt und welche dann durch die nachfolgenden Kräfte. Ja, natürlich, so ein Unfall hat man nicht jede Tage. Also wir hatten in den letzten Jahrzehnten im Landkreis Esslingen Gott sei Dank nicht so einen Unfall. Und es ist eine sehr, sehr belastende Situation für alle in dem Moment. Und wir werden die Einsatzkräfte jetzt auch nachbetreuen und ihnen psychosoziologische Unterstützung anbieten. Vom Rettungsdienst waren insgesamt 34 Fahrzeuge mit 84 Einsatzkräften vor Ort. Wir hatten 6 Notärzte, einen leitenden Notarzt, wir hatten eine Schnelleinsatzgruppe und eine Betreuungseinheit. Ja, der Großraumrettungswagen aus Stuttgart war im Einsatz. Aufgrund der Nähe zu Stuttgart wurde der angeboten und hat sich hier auch als gute Sichtungsstelle für leicht verletzte Patienten erwiesen.